Die Griechen, Carsten, die sind momentan wirklich ziemlich gebeutelt. Ja. Ein zweiter heftiger Sturm, der innerhalb dieses Monats nun erneut Zentralgriechenland heimgesucht hat. Straßen wurden wieder weggerissen, Brücken zerstört und Tausende von Häusern überflutet. Nach Angaben der Behörden wurden die schlimmsten Schäden in der Umgebung von Volos und im nördlichen Teil der nahegelegenen Insel Evia gemeldet. Ja, und dabei handelt es sich auch noch um ein Gebiet, das wegen der verheerenden Waldbrände im Sommer ja besonders überschwemmungsgefährdet ist. Anfang des Monats waren in derselben Region bei Unwettern 16 Menschen ums Leben gekommen und der Schaden dort auf mehr als 2 Milliarden Euro beziffert. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.